Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Freunde! Levin, hey, räum dein Zimmer auf! Mama, ich drehe hier gerade ein YouTube-Video. Wie, ohne mich? Okay, dann lass zusammen. Also gut. Ja, Freunde, jetzt haben wir uns hier versammelt. Was war das bitte für ein Intro? Das ist übrigens meine richtige Mutter. Hi. Sag irgendwas. Hallo, schön euch zu sehen. Das ist es, Freunde. Ja, ihr erkennt ja sonst immer nur den Charakter, den ich spiele. Aus meinen Videos. Und ich habe mir heute mal gedacht, ich lasse meine Mutter mal Jugendwörter erraten. Bist du gespannt? Ja. Okay. Gespannt wie ein Bogen, oder? Also ich habe hier auf jeden Fall ein paar Zettel und da darfst du jetzt gerne mal einen ziehen. So gut. AMK, eine Abkürzung. Eine Abkürzung. Ja, was denkst du? Was könnten die Buchstaben zum Beispiel bedeuten? Keine Ahnung. AMK. Das ist irgendwie, wie du es schon erraten hast. Um was geht's da? Das ist tatsächlich so, wenn irgendwas, beispielsweise es passiert irgendwas, dir fällt was runter, du sagst so AMK. Du läufst irgendwo mit dem Fuß dagegen, stößt den Fuß an und sagst so AMK. Ach, mischt zum Kotzen. Nee, tatsächlich nicht. Das ist, es heißt Amanakoidem. Das ist so ein türkischer Begriff. Das hat sich voll eingedeutscht. Amanakoidem. Amanakoidem heißt das. Das ist so, wenn halt irgendwas passiert, dann man flucht dann halt so kurz. Ah, okay. Ja. Okay, nächstes Wort. Tü-tü-tü-tü. Same. Gleich. Ja. Ja, ja, das stimmt. Ja. War gut in Englisch. Das ist es, Freunde, das ist es. Da kommen aber noch ein bisschen schwierigere. Denk nicht, dass es so leicht wird. Oh, lost, wenn man was verliert. Oder, nee, wenn man nicht nachdenklich ist. Oder was vergisst. Oh, I'm lost. Ja, 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 kommt in die richtige Richtung. Ja, wirklich, doch, doch, stimmt eigentlich. Also wenn du so, ja, Sache bist. Ja, genau, wenn man so, ja, doch, das stimmt, ja. Das stimmt, deine Mama weiß das. So, jetzt geht's los. Cringe, scheiße. Scheiße? Nee. Blöd. Nee. Cringe, cringe. Cool. Nee. Witzig. Nee. Hey, das ist cringe. Ja, ja, aber es ist eher so. Cool. Nee, nicht cool. Das ist außergewöhnlich. Nee. Dann weiß ich es nicht. Ja, es ist so, wenn beispielsweise irgendwas passiert, es ist eine Situation und du guckst es dir so an und sagst so, okay, das ist schon sehr cringe. Gefährlich, komisch. Nee, es ist. Eigenartig. Nee, nee. Es ist so. So Fremdscham, kann man eigentlich sagen, würde ich sagen, okay. Oder? Ja, okay. Wenn du dich peinlich. Ja, wenn es so peinlich ist, unangenehm ist, so eine unangenehme Situation. Was heißt das denn? Cringe heißt das. Cringe, okay. Benutzt man eigentlich voll. Also ich benutze das voll oft. Freunde, benutzt ihr das Wort cringe? Schreibt es mir in die Kommentare. Okay, wir haben noch ein paar. Wild. 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 Logisch. Was? Wild. Bald. Ja, erklär mal, in welchem Zusammenhang würdest du das denn verwenden und was bedeutet es? Hey Mann, der ist voll wild. Der Film war voll wild. Ja, kann man schon sagen. Ja, ja. Wenn was so krasses und tolles. Ihr wird ja richtig durchrasieren, Freunde. Wow, wow, wow. Shish. Mit Shisha hat das nichts zu tun? Nee, mit Shisha hat das nichts zu tun. Shish, shish. Mist. Mist? Nee. Nee. Positiv oder negativ, shish? Positiv eher, würde ich sagen, ja. Ist positiv. Ah, supi, shish. Ja, ja, ich gebe dir mal ein Beispiel. Es ist so, beispielsweise, es kommt jemand mit einem krassen Auto angefahren und sagt so, shish. Shish. Voll schick. Ja, so, oha, krass so mäßig. Ah. Verstehst du? Ja. Sag mal einmal, mach mal so, shish. Shish. Ja, das macht er so. Genau so geht's. Bitte. Okay, das nächste, du musst machen, ja. Crush. Crush-Eis. Cool. Nein, crush. Nein, nein. Crush, crush. Zu knüllen. Nee. Zerschlagen. Nee. Hat tatsächlich nicht so eine Bedeutung, was zu machen oder was passiert ist. Ja, wie kann man das jetzt am besten erklären? Im Endeffekt, es kann eine Person sein. Crush. Die hat die Ruhe weg. Nee. Die ist bewundernswert. Nee. Ich kann dir mal so ein Beispiel geben. Also heutzutage ist es so, man hat so einen Crush für alles. Man hat so einen Schul-Crush, man hat einen Bahnhofs-Crush, man hat einen Celebrity-Crush. Erlebnis. Nee, nee. Nee, da weiß ich nicht, was ist das? Also Crush ist... Warte, warte, ich gebe noch ein bisschen mehr Tipps. Beispielsweise... Wie kann man das erklären, damit es nicht zu einfach ist? Es ist eine Person, die man hübsch findet, kann man sagen. Mhm. Ja. Was hat das mit Bahnhof zu tun? Also guck mal, du musst dir vorstellen, Crush ist so eine Person, die man hübsch findet, die man so ein bisschen, man ist verliebt so ein bisschen in die. Und das ist irgendwie so, man hat dann halt irgendwie am Bahnhof jemanden gesehen, so, den man hübsch findet. Erlebnisort. Nein, 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 es geht nur um eine Person. Du siehst am Bahnhof irgendwie, ich sehe am Bahnhof beispielsweise ein Mädchen, was ich hübsch finde. Mhm. Und dann ist es der Bahnhof-Crush. Ja, genau, genau. Okay. In der Schule ist irgendjemand in meiner Paraklasse, den ich hübsch finde. Dann ist das mein Crush. Verstehst du? Ja, ein Schwarm auch. Genau, ja, also im Endeffekt ist es ein Schwarm, ja. Okay, wir haben noch zwei Stück, Freunde. Ui,
Was? Cap? No Cap? Ja. Keine Chance? Nee, warte doch. Das ist noch nicht. Du musst erst das Cap. Ey, das war voll krass. No Cap. Das geht gar nicht. Nee, leite doch vielleicht mal ab von den Worten. Keine Kappe. Ja, also ich glaube, das heißt, Cap heißt wirklich Cap. Aber in dem Zusammenhang heißt es nichts mit Mütze. Das war zum Beispiel, du kannst sagen, das Essen war richtig lecker, no Cap. Das Essen war richtig super, no Cap. Kann man nicht nachkochen. Nee, also beispielsweise, Alter, dein Auto sieht richtig gut aus, no Cap. Richtig coole Schuhe, no Cap. Okay. Ja, ich leite es dir ab. Es heißt wirklich, also keine Verarsche. Ich mein's ernst, so heißt es. Ja, so, dein Essen schmeckt gut. Ich mein's ernst, also keine Verarsche. Ach, so. Verstehst du? No Cap. No Cap. SUS. SOS. Ja. Würde es SOP heißen, ist es dieses Stand-Up-Paddling. SOS heißt Stand-Up Springen. Probier es mal Englisch auszusprechen. SUS. Nee, das U kam ja. SAS, ja. SAS. Ja. Die Sass. Süß. Sass? Nee, süß heißt es. Süß heißt es nicht, nee. Beispiel, Alter, das, was du gerade gemacht hast, war richtig sass. Ah, außergewöhnlich. Richtig cool. Nee, richtig gefährlich. Richtig spitzenmäßig. Richtig bewundernswert. Nee. Es ist so, wie kann man es sagen? Kannst du es vom Englischen ableiten? Das heißt, glaube ich, suspect heißt es, glaube ich. Ungewöhnlich. Nee. Nee. Nicht wirklich. Nee, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, es passiert irgendwas und jemand, es fällt, ich kann es überhaupt nicht erklären, ich bin voll lost. Es fällt ein Rotwein um und einer hat hier einen Rotweinfleck auf seinem T-Shirt, aber keiner gibt zu, wer den Rotwein umgeschmissen hat. Dann würde ich sagen, ey, du bist richtig sass. Du bist gemein, dass du das nicht gesagt hast, dass du es hast. Nein, beispielsweise. Du bist unehrlich. Ein Dieb könnte sass sein. Gemein. Nee. Hinterhältig. Nee. Ausgekocht. Ausgekocht? Warum ausgekocht? Okay, ich erschließe auch, sass ist so verdächtig. Ah. Wenn jemand verdächtig ist, was zu machen. Also man benutzt es so beispielsweise, wenn einer jetzt irgendwie sagt, ey, das und das ist richtig hübsch, dann sagt man, ey, du bist schon ein bisschen sass oder das ist ein bisschen sass. Ah. Es ist schwer zu erklären, Freunde, es ist schwer zu erklären. Und welches ist dein Lieblingswort? Welches ist mein Lieblingswort? Ich glaube, also was ich am meisten benutze von diesen ganzen Wörtern ist cringe und sass. Und cringe war das? Cringe war nicht das, das war... Sheesh! Ja, Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem allerersten Video hier mit meiner Mutter. Sheesh! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall. Lasst auf jeden Fall einen Like da und schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch ein Video mit meiner Mutter wollt. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mama, du hast das Schlusswort. Sheesh! Ciao, ciao.